Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land auf dem Weg zur Düngerproduktion. Ich muss ein bisschen Dünger einkaufen. Oh yeah. Dass ich mein Feldchen noch ein bisschen düngen kann. Ja, warte mal, ich muss erst kurz gucken, wie viel ich tatsächlich drin habe. 295. Ja, okay. 3000. Mist. 200 minus 295 gleich. Hallo Herr Müller, ich hatte gerade mit Ihrem Chef gesprochen wegen Dünger, Feststoffdünger. Ja. Ich habe, vielleicht notieren Sie sich's gerade, ich habe 2905 Liter abgeholt. Ja, schreibe ich mir gleich auf. 2905, dass wir die Rechnung machen können. Gib gut. Dann Dankeschön, tschüss. Gut, dann könnte ich theoretisch, wenn ich den richtigen Moment abpasse, nochmal düngen auf dem Feld. Müssen Sie mal gucken, ob wir das hinkriegen. Rein logistisch, dass ich gerade nicht irgendwo unterwegs bin. Ja, dann wäre es optimal. Ich könnte da mal noch einen Gang höher schalten. Ne? So langsam unterwegs hier. So, ich denke, es ist möglich, dass ich immer ein Feld in der Pacht habe. Zwei Ernten, das würde mich gut voranbringen. Nebenbei natürlich mein eigenes Feld noch. Plus Kartonverkäufe. Müssen wir mal gucken. Natürlich wäre geschickter, wenn ich irgendwie noch ein Feld kaufen könnte, aber mir fällt gerade ein, ich habe ja auch noch einen Kredit offen. Muss ich ja auch demnächst mal wieder wahrscheinlich ein paar Raten zahlen. Ich glaube so um die 90.000. Mal gucken, ob ich hier auch pflügen muss. Kalk. Kalk brauchst. Kalk. Na, okay. Darauf verzichten wir, ey. Einmal alles düngen, beide Felder, und dann ist damit mal wieder ein bisschen Ruhe.
würde ich, glaube ich, ein bisschen Mohn anpflanzen. Soll auch gut Geld bringen. Vor allem Stroh haben wir jetzt genug. Da können wir uns auch mal irgendwie um anderes Geld bemühen. Eher, also interessant wäre auch, ob ich mir nicht noch eine Produktion kaufen soll. Ob ich mir noch irgendwas kaufen soll. Oder ob ich mein Geld sparen soll. Volker Bauner, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Hi. Einmal die Rechnung für Dünger. Jo, Sachen. 2500 bitte. Wie viel? 2500. Zwei oder drei? Drei. Ah, gut. Jo, mach ich gleich, wenn ich hier fertig gedüngt habe. 3,5. Gut. 3,5, genau. Gut. Fürs Stroh abfahren? Und Pflanzenschutz, nächste Woche kommt dann eine Rechnung. Also Ende, so Sonntag sollte dann eine Rechnung ankommen. Hat es mir jetzt gerade was gesagt? Ich hatte gerade nichts gehört wegen dem Stroh. Die Rechnung kommt nächste Woche. Okay. Also Montag so. Ja, kommt die Rechnung vom Dünger auch dann nächste Woche? Nee, also die Dünger ist ja Landhandel. LU dauert immer ein bisschen wegen Steuern und so. Also Rechnungen und so. Das mache ich dann immer zum Wochenende in, aber Landhandel geht halt schneller, weil das nicht so aufwendig ist wie LU. Okay, das heißt, das andere schickst du mir erst noch, da muss ich später zahlen. Genau. Okay, jo, gut, dann weiß ich Bescheid, ich überweise dir die 3,5 dann. Jo. Dankeschön. Dann. Tschö. Interessant, was der da für Rechnung tätigt. Was ist denn heute los, ey? Bin ich in Buxtehude, glaube ich, gleich, wenn es weitergeht. Ach nö. Was ist jetzt kaputt, ey? Alter. Ach nö. Jetzt habe ich hier mich hier. Ja klar, und der ganze Dünger geht hinten raus. Alter, wie habe ich mich denn da festgefahren, ey? Was ist denn heute los? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich aus dem Schild da wieder rauskomme. Also heute ist die meine Performance hier auf jeden Fall komisch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Schon wieder. Alter. Na ja. Egal, weiter geht's. Düngen. Ein weiteres Feld wäre halt schon recht nice, eventuell sogar das nebenan.
Das immer, wenn ich reintippe und dann wieder raus, also mit Escape, dann hängt es sich auf. Komisch. Jo, und schon wieder hänge ich irgendwo an der Mauer. Alter, was ist denn heute los, ey? Naja, ich werde gucken, dass ich jetzt nicht mehr irgendwo reintappe. Ich weiß zwar nicht, weshalb das da sich aufhängt. Ich hoffe mal, dass ich das Feld so weit ganz gut fertig fahren kann trotzdem. Hoffen wir mal. So, ich bin am Überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Soll ich mir noch ein Feld kaufen? Oder... Das soll ich mir vielleicht eher noch sogar noch mal ein Feld pachten, dass ich zwei in der Pacht habe. Wäre theoretisch auch eine Überlegung, die wir tüdeln könnten. Vielleicht mal, dass ich jetzt hier ungefähr nach dem ersten Vorgewende fahre. Damit das hinhaut. Frage Baruna, hallo. Hallo. Geil, was gibt's bei dir Neues? Hm, nichts. Nichts? Ach so. Ja, okay. Und nur so. Bin am Dünn. Ich glaub, ja, ich auch. Ich glaub, ein Polizist war langweilig. Ja. Bei mir war eine Drogendurchsuchung. Okay. Weißt du, wo der geguckt hat? Nee. Überall, der hat sogar sich Probe sitzen, allen Fahrzeugen, alles. Der ist sogar mit dem Bagger eine Runde gefahren. Der ist mit dem Bagger eine Runde, wo, bei dir auf dem Gelände? Ja, der ist ein Stück vorgefahren mit dem Bagger. Ja, okay, Privatgelände, da darf er das. Der hat nämlich keinen Führerschein mehr. Ja, das weiß ich. Pack mal einen Einfahrt zu. Ja, aber Privatgelände, da kann man nichts machen. Schade. Jo. Drogen, ey. Also, wo der auch geguckt hat. Nee. Im Dieselfass hinten drin. Im Drescher, im Korntank. Tja, hobbylos würde ich mal fast behaupten. Der jetzt einen, ich glaube, der sollte nochmal in die Polizeischule. Jetzt muss er erstmal irgendwann in die Fahrschule, falls er sich meldet. So, ja. Hat ja auch. Du, ich habe mal eine Frage. Und zwar, fällt neben meinem 109er, ich glaube, das ist 106. Was kosten das? Jürgen? Komplett? Ja, kaufen. Kaufpreis, ne? Jo. Ey, da bin ich ja glatt gegen die Mauer gefahren, ey. 357? Ja. 500. Ist aber nicht gerade wenig, ne? Nee, die Felder sind nicht billig. Und 120? 120. Jo. Ja, das ist noch teurer. Was? Sieht kleiner aus. Nee, ist größer. 100.000 teurer, knapp. Ja, 100.000 knapp. Ja, aber alles andere ist größer hier in der Gegend, ne?
Okay. 357 Sechste. Ja. Ich überlege mir, ob ich da nochmal investieren soll. Ja. Weil da lohnt sich immer. Ja klar, aber brauchst du ja auch Geld. Ja, ja. Ist die andere Sache. Jo. Okay. Ja, dann guck ich mal. Dankeschön erstmal. Jo, kein Ding. Bis dann. Tschö. Tschüssi. Da werde ich ja. Werde ich ja arm. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.